Ja, guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Dienstag, dem 14. September 2021, zu einem, ja, ausnahmsweise Video. Nicht zu erkennen, aber ich sag's euch, wir stehen hier in Kuppenheim. Ich wollte erst die Anfahrt vom Bruchsal aus hierhin filmen, aber dafür war es viel, viel zu dunkel. Und da habe ich darauf verzichtet, lieber durchgezogen, was auch gut war. Ich bin jetzt schnell fertig geworden. Und ja, jetzt geht's nach Mannheim, wovon ich euch aber nur ein Stückel mitnehme. Mannheim laden und dann ab nach Hause, ne? So, auf geht's. Hat aber geguckt, der Kollege. Warten hier. Ach, da kann ich mal kurz noch mal ein bisschen Papiere sortieren. So, und ab die Post. Ja, andere Perspektive. Ich hatte es ja schon angekündigt. Andere Perspektive. Weil ja, Ausnahmevideo. Morgen am Mittwoch natürlich wieder ganz klassisch. Ja, gestern, jetzt muss ich überlegen, da sind wir ja, genau, wir sind nach Fulda und ja, in Fulda angekommen, ich weiß gar nicht, ich glaube so 13 Uhr rum. Ich habe gedacht, okay, wenn ich schnell leer mache und so, bin ich 15 Uhr zu Hause. Ja, da melde ich mich da an, da sagt er doch glatt zu mir, ja, eigentlich hast du ja das Termin 17 Uhr. Ich sag, wie bitte? 17 Uhr? Aber er meinte direkt, ja, die haben aber schon angerufen. Stell dich mal dahin, muss einen Moment warten und dann sagen wir dir, wenn eine Rampe frei wird. Ja, das hat dann ein Weilchen gedauert. Das war dann so, ich hatte dann zwischenzeitlich mit meinem Chef telefoniert und zwar ging es darum, dass ein Kollege mit dem PKW nach Fulda kommt, mich quasi ablöst, um dann von da aus in Fulda wieder was zu laden, was wir jetzt gerade eben hier in Kuppenheim weggebracht haben. Genau so schaut das aus. Scheint mir die Sonne hier voll ins Gesicht. Aber sowas von. Ja, so schaut das aus. Ich bin da ganz schön. Oh, hier geht man wieder nach vorne. Ganz schön ins Schwitzen gekommen. Die haben da 22 Grad in der Halle. Das ist natürlich nicht schlecht.
Da musste ich erst mal den Pulli ausziehen. Ja, mit anderen Worten, ich war gestern 14:45 zu Hause. Und musste dann 18 Uhr, ja, es war schon 17:45 wieder ins Bett. Ja, irgendwie ist das hier aber nicht so der Hit. Finde ich. Ja, wie gesagt, außer mit den Hunden laufen habe ich gestern nicht mehr viel gemacht. Nicht mal meiner Frau ordentlich geholfen, die Pflanzen zu gießen. Aber es ist auch so, dass dass ich mich auch um das Video kümmern musste. Ich wollte eigentlich noch geschaut haben, wie dieses Trucker Babe heißt. Es ist, wie gesagt, die aus dem Osten, aus Eichsfeld kommend, groß, blond, 4 Jahre, glaube ich, bei der Bundeswehr gewesen. Ja. Wie ein bisschen Rückstau hier, ne? Was soll das bedeuten? Es läuft nicht. Ja, wir sind 8:54 da und 9:30 Uhr haben wir den Ladetermin in Mannheim. Das würde natürlich hervorragend passen, noch eine halbe Stunde Luft. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Na gut, sagen wir mal so, 9:30 Uhr, wenn es wirklich jetzt knackig abgehen würde, wäre ich 10 geladen. Sagen wir lieber 11 geladen, 2,5 Stunden, zurück 12, 1, halb 2. Ja, so 2:30 Uhr zu Hause, das könnte klappen. Aber da seht ihr da, wie das läuft, so im freien Verkehr. Ne? Am Sonntag später ins Bett, gestern wieder früh ins Bett. Und durch dieses Hin und Her, irgendwie konnte ich nicht so super einschlafen. Ich weiß auch nicht. Das ist halt immer so die Sache. Ich meine, jeden Tag woanders hinfahren ist natürlich interessanter und abwechslungsreicher, aber für den Körper, für den Essrhythmus, für den Schlafrhythmus und so weiter, da ist natürlich die feste Tour mit immer den gleichen Zeiten deutlich besser. Ach so, ja, da hatte ich hatte in den Kommentaren gesehen, ich denke mal, dass jemand Neues dazugestoßen ist, weil ich wurde gefragt, ob ich jeden Tag filme, wo ich hinfahre. Nein, das mache ich nicht. Und ich mache ja auch kein komplettes Video, wo ich hinfahre. Das kommt ja immer drauf an. Es gibt montags, mittwochs, freitags immer ein LKW-Video, boah, zwischen 30 Minuten und 2 Stunden, hätte ich fast gesagt. Freitags eher lang, montags und mittwochs eher nicht über eine Stunde. Und dann gibt es natürlich auch immer mal wieder zwischendurch noch so ein kleines Extra wie jetzt hier.
So Leute, auf wie geht's hier? Auf wie geht's? Ah, ich sehe schon, der Rückstau ist irgendwo geradeaus da. Ja, gestern war der Spritverbrauch natürlich jenseits von Gut und Böse. Ich habe den ja auch nicht mehr unter 30 gedrückt bekommen. Dafür ist er heute mit 19,6 oder was umso besser. Und jetzt haben wir erstmal eine Leerfahrt bis Mannheim. Und dann also der Hit ist das hier nicht, bin ich ganz ehrlich, mit der Befestigung der Kamera. Da muss ich noch mal dran arbeiten. Ja, ich sag mal so, wir machen ein halbes Stündchen heute als extra Video und dann war es das. Ja, im Grunde ist es ja wie Abfahrt von Gaggenau, allerdings, ich mach mal das Fenster zu, wesentlich früher. Ich war mir auch nicht sicher, welche Klammer wirklich gut funktioniert. Ja, heute Morgen bin ich ein bisschen flotter hier runter, weil ich wollte wirklich so um 6 Uhr da sein. Hab das da gepackt, war 5 Minuten nach oder was. Ich muss sagen, dass da in Kuppenheim, das gefällt mir gut, das geht immer flott. Die sind da eigentlich auch ganz nett, auch der Pförtner und so. Und ja, man entlädt da, wie gesagt, in der Halle 22 Grad, also gehörig warm. Oh, jetzt muss ich aber mal ein bisschen Sonnenblende machen. So, ja, bei der Kamera, da stört euch die Sonnenblende ja nicht. Das heißt, ich kann die Geschichte jetzt auch mal stoppen, mal eben ein Bütterchen essen und dann hole ich euch wieder ins Bütchen. Genauso mache ich das auch, denn ein Bütterchen muss auch sein. So, ihr seid wieder dabei. Aber ich muss dann noch mal ein bisschen... Ja. Ah, ganz glücklich bin ich mit der Befestigung der Kamera nicht. Ich glaube, auf dem Stativ in der Mitte, hier auf dem Tischchen, das war sogar die bessere Variante. Aber bei so einem kleinen Extra wollen wir die Messlatte nicht so hochlegen. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt schön gestärkt. Das ist, irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Bisschen schlabberig die Geschichte, nicht wirklich fest. Hätte doch die andere Klammer nehmen sollen. Naja, versucht macht klug, ne, sage ich ja immer. Ja, kleinen Verzug von 1:10 drin, aber gut, das tangiert uns jetzt weniger. Wie gesagt, wir liegen top in der Zeit.
Ja, es sieht schon auch ein bisschen ulkig aus für die, die vorbeifahren und sehen da längliche, stabförmige Kamera oberhalb vom Armaturenbrett. Jetzt werden wir gerade von Eiliger Wurst überholt. Nürnberger Rostbratwürste. Ja. Ich denke, ihr könnt das auch gleich sehen. Hier wabert noch der Nebel, aber für kurz vor 8 ist es eigentlich schon recht schön. 15 Grad und sieht auch so nach Sonne aus. Aber man kann nicht meckern. Denke mal, wenn wir in Mannheim sind, dann ist auch die Gelegenheit, mal zu Hause anzurufen. Da kann ich eigentlich schon mal ungefähr sagen, wann ich einlaufe. Ja, gestern in dem Video gab es so einen kleinen Schnitt. Da stand ich aber noch, weil als ich losfahren wollte, ging gerade das Telefon. Aber das Gespräch, das habe ich dann doch rausgeschnitten, da rief mein Zahnarzt an und zwar ging es ja um so Abrechnungsunterlagen und ja, wie sich herausgestellt hat, hat die Krankenkasse die Unterlagen mal eben geschreddert, aus Versehen, wie sie sagen, und ja, die werden jetzt noch mal neu zugeschickt, aber dann müssen die schnell zu meinem Zahnarzt, damit der abrechnen kann, der Ärmste. Ich muss zugeben, dass die Hälfte davon, die habe ich schon eine ganze Weile zu Hause liegen, aber ich wollte da nicht hingehen, weil ich habe gedacht, dann sagen die direkt, ja komm hier Termin, aber ich wollte erstmal das Auto fertig machen. Und ich sage euch, jeden Tag, wenn ich damit fahre, erfreue ich mich an der gut funktionierenden, wirklich weich und leicht, also die Schaltung geht ganz leicht und die Kupplung geht leicht zu treten und super zu dosieren. Also es ist eine wahre Freude. Ich will zwar noch mal zur Sicherheit entlüften, wohl aber erst am Wochenende. Einfach nur noch mal schauen, aber ich denke mal, das war's. Ich habe mir am Wochenende, wollte ich mir so ein Video ansehen über Zahnriemenwechsel. Da hat meine Frau schon Angst gekriegt. Ich würde mich jetzt sofort in das nächste Großprojekt stürzen, aber nein, jetzt ist erstmal Urlaub angesagt. Gut, ich werde noch mal ein bisschen den Karren, mit dem wir in Urlaub fahren, inspizieren. Eben alles mal ein bisschen checken und fertig machen. Aber wir müssen auch noch telefonieren, ob das alles soweit klar geht. Man wird sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf 14 Tage mal Pause.
so gern ich LKW fahre, irgendwann hat man auch mal wieder Bock, ja, auf Pause. Und 14 Tage ist schon gut. Also nach 14 Tagen, da habe ich in der Regel auch wieder Lust, die Räder rollen zu lassen. Hier der Dirk von Truck Diary, der macht ja mal 3 Wochen am Stück. So quasi die erste Woche zum Runterkommen, die zweite Woche, um Dinge zu Hause zu erledigen und die dritte, um dann ja wirklich dann Freizeit und Ferien zu genießen. Ich weiß gar nicht, 3 Wochen am Stück habe ich noch nie gemacht. Aber auf diese 2 freue ich mich schon, auf jeden Fall. Ach, die zweite Nacht nur, also insofern mäßig geschlafen, mehrere Male wach geworden. Es ist so, wie gesagt, der absolut feste Rhythmus ist das Beste für den Körper und die Gesundheit. Beschleunigen. Ach so, ja, was ich schon verraten kann, sehr wahrscheinlich, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber sehr wahrscheinlich geht es morgen früh nach Beine, oben bei Hannover, weil das, was ich lade, hat Termin morgen früh 6 Uhr und wenn es jetzt Termin heute Abend noch gewesen wäre, dann hätte jemand anders weggefahren, aber so sieht es so aus, als wenn ich das morgen früh wegfahren werde. Also morgen werden wir uns dann wieder im Norden bewegen. Mal schauen, wo es vom Pein aus hingeht zum Laden. Das ist noch nicht klar.
Zitzmann. Zitzmann. Und was hast du hier vor? Ja, ist klar. Das ist ein Sparmodell ohne Blinker. Ja, jetzt haben wir noch 48 Minuten. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen Hörbuch hören. Ich würde sagen, ja, jetzt fixiert er mich hier wieder. Ich würde sagen, Leute, ich wünsche euch noch, ja, wenn ihr das Video seht, ist ja schon spät Nachmittagabend. Ich sag einfach mal, bis morgen, bleibt gesund und macht schön gut. Ja, so schnell geht das. Ihr seid schon wieder dabei. Na, hier mal ein bisschen. Ich will mal schauen. Ich habe da ja schon oft von erzählt, aber ich glaube, diese Brücke ist das gar nicht. Ich wollte ja mal zeigen, wo das da ist, wo jemand unter der Brücke wohnt. Nee, hier ist das nicht. Aber die nächste könnte es sein. Das ist das. Ja, da. Da unten. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen konnte. Da hat echt schon seit Wochen, Monaten wohnt da einer. Hat sich da echt förmlich häuslich eingerichtet. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen. Immer nur dieses Bett, also die Matratze und die Decken und das ganze Geplörre. Aber eine Person habe ich da noch nicht gesehen. Das heißt, er kann auch mal unter den Decken gelegen haben, geschlafen haben. Ja, jetzt haben wir nur noch 30 Minuten, dann sind wir in Mannheim. Schauen wir mal. So, aber ich werde noch mal halt, ne, wie gesagt, 30 Minuten noch. Und ich werde jetzt weiter noch ein bisschen Hörbuch hören. Ja, hallo Leute, da bin ich nochmal. Wir haben mittlerweile 12.55 Uhr und in 25 Minuten werde ich auf dem Hof einlaufen, also im Heimathafen. Der eine oder andere, der schon öfter mitgefahren ist, wird es vielleicht erkennen. Ich musste aufgrund von 7-8 Minuten Stau abfahren von der Autobahn vor dem Kirchheimer Dreieck und fahre jetzt über Land. Aber ich sag mal, das in ganzer Länge, ja, nee, ich wollte gerade sagen, das zeige ich euch am Freitag, aber ist ja gar nicht klar, wo ich Freitag hinfahre, fällt mir gerade ein. Aber wie gesagt, ich bin ja heute nicht so gut gerüstet von der Kameratechnik her. Das soll ja auch nur eine Ausnahme sein.
dieses Video hier. Können wir ein bisschen schwenken mit der Kamera. Schule ist aus. Klein E-Männchen. Aber überall hier. Ja, ich würde sagen, ich habe es ja schon mehr als einmal gesagt, aber jetzt endgültig für heute, Dienstag, den 14. September 2021, verabschiede ich mich. Morgen geht es ja, wie gesagt, nach Peine, das habe ich nochmal abgeklärt. Und mal schauen, was wir da so machen. Da wieder die klassische Kameraeinstellung. Also nochmal, bleibt gesund und macht schön gut.